Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Rollercoaster Tycoon World mit mir, dem Gurubai. Freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr freut euch auch noch. Wir gehen jetzt mal in die Gang hier mit Achterbahn. Genau, sowas wollen wir nicht. Wir wollen nämlich nur Streckenteile. So, die fährt. Wo fährt die denn raus? Die fährt hier raus wahrscheinlich, ne? Kann ich mir das nicht anzeigen lassen? Doch, so. Hier fährt die raus. So, und das erste, was sie macht, ist nach oben. Wird die auch nach oben gezogen. Die Achterbahn. Schön weit nach oben. Ich sag mal ungefähr bis hier. So. Dann. Hier rum. Wie hoch ist das? Ist gar nicht so hoch, ne? Das Ding da hinten ist höher. Dann will ich das doch höher haben. Ich weiß, dass das mit der Kurve nicht geht. Das geht nicht mit der Kurve. Also es muss schon gerne genauso hoch sein wie das andere da. Ach, guck mal. Guck mal, hier ist dann auf jeden Fall ein Kettenzug erstmal. Das sollte ja alles kein Problem sein bis jetzt. Dann ist hier. Erstmal eine kleine Kurve. Und dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal so ein Freefall. Geht leider nicht, ne? So ein bisschen wie Kolossos im Heidepark. Zack. Guck mal, wie nice das schon ist. Da gibt es jetzt auf jeden Fall richtig Schwung. Können wir schon testen? Zack, fährt er raus. Dann geht's hier hoch. Klick, 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 klick. Boah, das ist ganz schön krass. Zip. Und dann geht's ab. Oh, leider entgleist. Explodiert gleich noch, ne? Alle Wagen. Genau. Müssen ja auch explodieren. Sind ja nämlich entgleist. So, hier 18 Kilometer in der Stunde. Ich dachte, das wird noch krasser. Na gut. Dann machen wir hier auf jeden Fall so ein bisschen Schwung in der Kurve. Das muss schon ein bisschen krasser sein hier. Nein. Ein Stück runter, damit wir da ein bisschen Dings reinkriegen, ein bisschen Fahrt. Und dann will ich die ein bisschen ausgliedern lassen auf jeden Fall. Nicht zu krass. 20. 10 und 0. Weiß nicht, ob das jetzt so cool ist. Testen wir mal. Klick, 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 klick. Fährt jetzt erstmal da hoch. Brumm. Und dann geht's los hier.
Ronna geht die wilde Yacht. Oh, passt. So, jetzt will ich dann aber noch mal hoch. Schon so ein bisschen höher. Finde ich vielleicht nicht krass genug hier. Schade, kann ich leider nicht mehr drehen. Ach doch. Da muss man nicht zu krass in die Kurve gehen, aber hier kann man ruhig nochmal. Mehr als 45% geht nicht. So, dann 10 und dann gehen wir hier auf 0. Aber erstmal gehen wir auf 5, dann gehen wir auf 0. Und dann will ich hier... Ich will keine so krasse Kurve machen, irgendwie. Ich würde halt sagen, dass wir hier... Das ist halt mit einer Holzachterbahn, das ist halt echt bescheiden, was du machen kannst, ne? Warte mal, vielleicht nicht ganz so krass runter. Sondern eher irgendwie so. Ungültige Position. Jetzt haben wir Scheiße gebaut. Nee. Das wäre das Schlimmste, was ich machen könnte. Muss das so machen, dann muss ich das einklingen, muss ich das löschen. Auch das Stück. So, wir gehen nochmal ein Stück hoch. Eventuell sogar irgendwie mit Boost oder so. Gehen wir hier aber nochmal eine Kurve. Um das nochmal höher zu machen. Noch ein Stück. So irgendwie. So. Jetzt ist es richtig unrealistisch. Und dann geht's nochmal richtig runter. Hier hin. Und dann gehen wir hier nochmal in den richtig schönen Modus. Wo wir die Schiene nochmal richtig umlenken werden. So. Und dann erstmal zurück. Ob das jetzt wirklich so cool ist, das gucken wir uns erstmal an. Kann auch sein, dass wir stehen bleiben direkt. Das hier ist auf jeden Fall eine krasse Kurve. Ich guck's mir gerne an. In der ersten Reihe. Da flog der Mond gerade runter. So, ah, es sieht schon gar nicht so schlecht aus, das Holzkoloss. Boah, das ist schon krass. Es ist, als wenn wir hier gleich entgleisen würden. Uff. Alter Schwede. Ich glaube, es hat bestanden, aber ich muss irgendwo noch mal ein paar Bremsen einbauen. Bestanden. Na, dann gucken wir doch mal. Wie sieht's denn aus? Von der Geschwindigkeit her ist es ganz okay eigentlich. Geschwindigkeit will ich ja nicht nur sehen, ich will die anderen Sachen auch nochmal sehen. Müssen wir nochmal den Test durchlaufen lassen. Intensität und Übelkeit. Sicherheit ist auch extrem. Schauen wir mal. Begeisterung ist eher so...
Ja, geht eigentlich. Hier beim Runterfahren ist so die krasseste Begeisterung. Ich glaube, der Kreisel hier ist ein bisschen zu unangenehm. Man müsste irgendwie noch so einen Hubbel machen. Aber man kann leider nicht. Kann leider nicht. Achso, doch, kann man. Nee, kann man nicht. Ja, warte mal. Dann müssen wir das deleten. Bin ich hundertprozentig zufrieden mit der ganzen Geschichte. Könnte mir noch irgendwie so ein paar Hubbel vorstellen. Das hier war ja auch wieder nur Scheiß. Bin ich hundertprozentig zufrieden. So, da ist es auf jeden Fall okay, dass wir hier hochfahren. Und dann, vielleicht ist der auch nicht hoch genug. Vielleicht müssen wir den einfach nochmal ein Stück höher machen. Ich weiß ja nicht, wie hoch der kann. Wir müssen hier nur so ein minimales Stück. Kurve ist zu kurz. Ich will ja keine Kurve machen. Ich will nur so ein kleines minimales Stück. Und dann wieder runter. Bis hier ungefähr. Und wenn wir dann nämlich hier nochmal in die Kurve gehen. So, ein bisschen runter. Da bin ich hiermit noch nicht ganz hundertprozentig. Die Kurve ist so krass. Geschwindigkeit zu hoch, sagt er hier. Was ist das denn? Wird die Geschwindigkeit auch nicht so hoch. So, und dann machen wir hier wieder irgendwie zurück auf 0 oder so. Aber auf jeden Fall müssen wir hier bis ganz zum Boden. Und dann nochmal so einen kleinen Hubbel machen. Bis wir dann da sind. Ist das, glaube ich, auch okay. Aber kann ich hier nochmal die Streckenteile hier nochmal einen rein? Den wir dann irgendwie... So. Kann ich nochmal Beschleunigungsdinger reinbauen hier? Kettenzug, Reibungs... Bremssystem. Nö. Nö, nö. Gut. Fliegender Teppich ist kaputt. Wird darauf gewartet, dass es repariert wird. Ich gucke mir das hier nächstes Mal nochmal an, ob es fährt. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei sein würdet. Lasst doch ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.